أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Barakallahu fikum, ya ikhwa. Natürlich ist das für uns wieder eine gewaltige Freude, dass wir hier bei euch in eurer Stadt München sind. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wenn wir von den Städten nur diese behaarten, gläubigen Gesichter sehen, dann ist das genug für uns. Und wir sind zufrieden mit dem, was Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Alhamdulillah und bei Allah. Und Allah weiß es am besten. Ich sehe von den Städten nicht viel. Ich weiß manchmal nicht, ob ich in München oder in Passau oder irgendwo bin. Ich bin irgendwo, Alhamdulillah. Aber das Wichtigste ist für mich, dass es Moscheen gibt. Nicht nur Moscheen, sondern Häuser, die gefüllt werden mit gläubigen Herzen. Möge Allah uns alle unter den Gläubigen schreiben. Denn wisset eine Sache, o Diener Allahs, ihr bevölkert die Häuser Allahs Azza wa Jal. Das sind Häuser, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und bei Allah, diese Häuser, in ihnen alleine findest du den Segen Allahs Azza wa Jal. Sobald du dieses Haus betrittst, so merkst du eine innere Ruhe. Allahumma anzil alayna as-sakina. Und ihr solltet alle wissen, liebe Geschwister, dass ein Sünder, der sich gegenüber Allah Azza wa Jal etwas vorzuwerfen hat, der sich gegenüber Allah Azza wa Jal etwas vorzuwerfen hat, sein Herz zieht ihn in die Moschee. Er möchte in die Moschee hereingehen, um Allah Azza wa Jal inständig darum zu bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergibt. Möge Allah Azza wa Jal uns allen die Sünden vergeben. Wallahi, wisse eine Sache, jeden Schritt, den du heute hierher gemacht hast, er war nicht umsonst, sondern Allah Azza wa Jal wird dich belohnen dafür. Wenn du einen Schritt in Richtung der Moschee machst, so wird Allah Azza wa Jal dir eine gute Tat schreiben und eine schlechte Tat löschen. Subhanahu wa ta'ala. Weil er es liebt, dass die Häuser Allahs Azza wa Jal bevölkert werden. Dass in ihnen, in diesen Häusern Leute sitzen, die einzig und alleine das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal erstreben. Wer ist heute gekommen, damit er von mir 50 Euro bekommt? Sowieso kriegt keiner von mir Geld. Aber wer ist heute hergekommen, damit er von mir 50 Euro bekommt? Kein. Aber subhanallah al-azim, ich sage euch eins, ihr seid hierher gekommen, insha'Allah ta'ala, um etwas über Allah und seinen Gesandten zu erfahren. Das alleine ist das Schönste, was du bekommen kannst in dieser Dunya. Es gab Leute unter den Salaf, sie haben mit Brüdern zusammengesessen. Und es war auch eine Freude für sie, mit diesen Brüdern zusammenzusetzen. Aber irgendwann sagten sie zu ihnen, ich verlasse euch jetzt, ich gehe zum Gesandten und seinen Sahaba. Dann sagten sie, der Gesandte ist tot und auch die Sahaba sind tot. Sie sagten, ja, aber all das, was sie gesagt haben, steht in den Büchern und ich möchte mich lieber mit diesen Büchern beschäftigen, als euch zuzuhören. Subhanallah al-Azim. Weil sie wussten, wer die Besten waren. Sie haben ihre Gesellschaft genossen. Und stellt euch vor, liebe Geschwister, wenn wir wahrhaftig sein werden, bei Allah, wenn wir wahrhaftig sein werden, so wird Allah Azza wa Jal uns vielleicht den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehen lassen. Und auch Abu Bakr und Umar. Allah Azza wa Jal ergibt dir diese Gnade, dass du es schaffen kannst, obwohl du niemals diese Leute gesehen hast, dass du Yawmul Qiyama mit ihnen zusammen sein darfst. Allahumma ahshurna ma'as salihin. Und das ist eine großartige Gnade, die Allah Azza wa Jal seinen gläubigen Dienern gibt. Wer von euch möchte gerne mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ihr werdet heute oft den Namen hören, deswegen erwarten wir von euch, wenn ihr Muhammad hört, sagt ihr sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ob klein oder groß, auch du kleiner Mann, ich hab dich gesehen, du hast nicht die Salawat gesprochen. Sag sallallahu alaihi wa sallam, du in schwarz, sag sallallahu alaihi wa sallam. Er guckt, ob er der Schwarze ist. Schaut mal, Wallah al-Azim. Eine Sache von Herz zu Herz. Wenn du den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam liebst, dann begehrst du ihn zu treffen.
Aber wenn du ihn nicht liebst, dann ist es dir gleichgültig, ob du ihn treffen wirst oder nicht. Und heute werden wir, insha'Allah ta'ala, wenn Allah azza wa jalla uns Leben gibt, über eine weitere Frage sprechen, die ein jeder Diener im Grab befragt. Und wir haben das letzte Mal darüber geredet, wer ist dein Herr, liebe Geschwister? Die erste Frage, die ein Diener im Grab gestellt bekommt, ist, wer ist dein Herr? Man Rabbu. Deine allererste Frage, nachdem du 20, 30, 40, 70, 100 Jahre in der Dunya gelebt hast, wer war dein Herr? Und du musst darauf antworten. Und Allah Azza wa Jal wird nicht jede Antwort akzeptieren. Wenn du nicht weißt, dass dein Herr Allah Azza wa Jal ist, so wird es im Grab, wal'iyadu billah, eine Strafe geben für diejenigen, die nicht nach diesem Gesetz Allahs Azza wa Jal gelebt haben. Wie viele von uns sind heute bereit, alles für ihr Gelüst zu tun? Aber wie wenige sind bereit dafür, alles für Allah Azza wa Jal zu tun? Erst wenn du dazu bereit bist, dann kannst du sagen, wenn du im Grab gefragt wirst, Ma Rabbuk, dann wirst du sagen, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah Azza wa Jal, einzig und alleine, weil du auch wahrlich Allah Azza wa Jal als Herrn genommen hast. Aber es gibt Leute, die beten alles an außer Allah. Und die lieben alles außer Allah. Aber der Gläubige, er liebt niemanden mehr als Allah Azza wa Jal. Und er folgt niemanden als Allah Azza wa Jal. Das ist das Herz von einem Gläubigen. Und deswegen liebt Allah Azza wa Jal ihn, weil Allah Azza wa Jal mit solchen Leuten zufrieden ist, liebe Geschwister. Das letzte Mal, als wir über diese Fragen im Grab gesprochen haben, haben wir natürlich darüber geredet, dass jeder von uns in ein Grab hereinkommen wird. Sobald der Mensch stirbt, wird er in ein Grab hereinkommen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا دُفِنَ الْإِنسَانِ جَاءَهُ مَلَكْ بِيَدِهِ مِتْرَاكْ. Wenn der Mensch begraben wird, dann kommt ein Engel zu ihm und er trägt in seiner Hand einen Eisenhammer. Warum trägt er diesen Eisenhammer? Weil er dich prüfen möchte. Weil er wissen möchte von dir, ob du nach dem Gesetz Allahs gelebt hast oder nicht. Schau mal, was du alles in dieser Dunya gemacht hast. Einer von uns ist vielleicht Professor, Doktor, Med, was weiß ich geworden. Ein anderer ist ein Mohandes, ist ein Ingenieur. Einer hat es zum Piloten geschafft. Einer hat es vielleicht geschafft, 10 oder 15 Kinder in dieser Dunya zu bekommen. Aber Allah wird dich nicht danach fragen. Als allererste Frage, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Wirst du sagen, ja Allah, ich war in der Humboldt-Universität und ich habe einen Numerus Clausus von 1,0. Schön für dich. Aber es wird dir nichts nützen im Grab. Deine Noten werden dich nicht bewahren vor der Strafe, sondern vor der Strafe wird dich einzig und alleine was bewahren, dass du Allah Azza wa Jal als Herrn gehabt hast. Und viele Leute, wallahi al-azim, liebe Geschwister, und leider, während ich das sage, ist mein Herz sehr traurig, sie kennen Allah nicht und sie wollen auch Allah Azza wa Jal nicht kennenlernen und sogar viele unter den praktizierenden Geschwister, sie wissen nichts über Allah Azza wa Jal. Sie wissen über alle Dinge Bescheid. Einer weiß über die Playstation mehr als über Allah Azza wa Jal. Was für ein Übel. Ein anderer nimmt sich ein Buch, worin er jeden Tag liest. Und er schätzt dieses Buch mehr als den Koran. Der Gläubige erkennt Allah am besten. Und er liest die Worte Allahs Azza wa Jal. Und das belebt sein Herz. Das gibt ihm Zufriedenheit in der Dunya. Weil er weiß, dass er in dieser Dunya niemals zufrieden sein wird, außer dass Allah Azza wa Jal ihn zufrieden macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Derjenige, der Gutes macht, sei er ein Mann oder eine Frau und er ist dabei ein Gläubiger, das ist die Bedingung, so werden wir ihm ein wunderschönes Leben bescheren. Glaubst du Allah nicht? Glaubst du Allah Azza wa Jal nicht? Allah wird dir das schönste Leben in dieser Dunya geben. Auch wenn du geprüft bist. Du wirst leben mit Zufriedenheit in deinem Herzen. Derjenige, der glückseligste in dieser Dunya war, war Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er 23 Jahre hart geprüft wurde von Allah Azza wa Jal. Aber wisse, o Diener Allahs, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطَ. Wenn Allah ein Volk liebt, so prüft er es. Allah.
Sobald du weißt, Allah prüft dich nur, weil er dich liebt, wie willst du die Prüfung ertragen? Mit Leichtigkeit. Weil du weißt, diese Prüfung ist von Allah. Er prüft mich, weil er mich liebt. Allahu Akbar. Und wisse, wenn Allah dich nicht liebt, dann wird er dir geben, was du willst. Allah wird dir alles geben. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Allah Azza wa Jal sagt über das verlustreiche Volk, als sie vergessen haben, woran wir sie erinnert haben, an die Religion Allahs, so haben wir ihnen die Türen zu allem geöffnet. Dunya. Dunya. Und als sie sich gefreut haben über das, was sie bekommen haben, sagt Allah Azza wa Jal, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ فَإِذَهُمْ مُبْلِسُونَ. So haben wir sie plötzlich ergriffen mit unserer Strafe, sogleich waren sie dann verzweifelt. Wisse, wenn Allah dir alles gibt, was du möchtest, so liebt Allah dir nicht. So liebt Allah Azza wa Jal dich nicht, wenn du nicht ein gläubiger Diener bist. Allah kann dir geben, was er will, ohne dass er dich liebt. Lass dich nicht täuschen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe alles im Leben. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe ein Auto, ich habe Riss, ich habe eine wunderschöne Wohnung. Und obwohl ich nicht bete, habe ich all diese Dinge. Wir sagen, du Ärmster, das ist alles eine Strafe von Allah Azza wa Jal. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Wir werden sie, sagt Allah Azza wa Jal, der qualvollen Strafe näherbringen. Wir bestrafen sie mit diesen Dingen und der Plan Allahs ist fest. Allah sagt zum Gesandten, لَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dich soll nicht erstaunen, dass sie Kinder haben und dass sie Vermögen haben. Allah möchte sie nur mit diesen Dingen in der Dunya bestrafen oder belohnen. Bestrafen, so dass sie als Kuffar sterben und Allah sie dann zur Rechenschaft ziehen kann. Bist du immer noch froh über dein volles Bankkonto und du betest nicht? Bist du immer noch froh über dein BMW Z5 BC und du betest nicht? Diese Dinge gibt Allah Azza wa Jal dir nur, weil er dich nicht liebt. Würde er dich lieben, dann schützt dich Allah Azza wa Jal vor dieser Dunya. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah ta'ala la yahmi abdahu al-mu'min al-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum al-ta'ama wa sharab takhafuna alayhi. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Allah schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn liebt. Allahu Akbar. Wenn Allah dich liebt, dann schützt er dich vor der Dunya. Er weiß, du kannst mit Geld nicht umgehen, dann gibt er dir kein Geld. Wenn Allah weiß, du kannst mit einem bestimmten Auto nicht umgehen, dann gibt Allah Azza wa Jal dir dieses Auto nicht. Wenn Allah weiß, dass die Heirat nicht gut ist für dich mit einer bestimmten Frau oder du Schwester mit einem bestimmten Mann, wird Allah Azza wa Jal das nicht ermöglichen, weil er schützt dich vor allen Dingen, die dich auf dem Weg zu Allah Azza wa Jal treffen. Allah schützt dich davor. Warum? Weil er dich liebt. Wahrlich, so sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allah schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn liebt. So wie ihr eure Kranken schützt und ihnen nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihnen etwas passieren wird. Allah. So barmherzig ist Allah Azza wa Jal. Deswegen sei nicht traurig, dass du vielleicht nicht so viel Geld besitzt, wie du es gerne hättest. Sei zufrieden damit, denn Allah weiß am besten, wie du in die Irre gehst, sobald du Geld in der Tasche hast. Haben wir nicht Leute gesehen, die etwas Geld besessen haben, nicht mal viel, und dadurch in die Irre gegangen sind, liebe Geschwister? Daher, vergesse nicht, du darfst niemals ein schlechtes Bild über Allah haben. Allah liebt dich, wenn du ein Gläubiger bist. Und Allah bereitet dir in diesem Leben alles so vor, dass du es auch schaffen kannst, diesen Weg zu beschreiten. Obwohl dieser Weg schwer ist, aber Allah hilft dir. Solange er sieht, dass du Ikhlas hast, Aufrichtigkeit hast, wahrhaftig bist ihm gegenüber, wird Allah Azza wa Jal dich an die Hand nehmen und dich in das Paradies führen. Allahumma rizukna al-Jannah. Allah wird dich in das Paradies führen und wisse, Allah wird dich niemals alleine lassen. Allah wird dich niemals in Stich lassen. Hast du nicht eine Sache bemerkt, o Diener Allahs? Es gibt manchmal ein paar Tage hintereinander, wo du nur sündigst. Und du hast dich selber. Und in einem Moment
bereust du, was du an Sünden gemacht hast. Und plötzlich merkst du, es blubbert in deinem Herzen, dein Herz möchte bereuen. Wer hat das veranlasst? Allah Azza wa Jalla. Höre, was Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, den Diener, damit er bereut. Und die Salaf-Gelehrten sagen, wenn Allah dich zur Reue lenkt, dann wollte er dich nicht bestrafen. Allahu Akbar. Wenn Allah dich zur Reue lenkt, dann wollte Allah Azza wa Jalla dich nicht bestrafen. Bereut jeder bei Allah? Aber wenn Allah dich auswählt, dass du bereust, nur deswegen, weil er dich liebt. Subhanallah al-Azim. Du hast gesündigt und gesündigt und gesündigt und nur in einem Moment sagst du, ja Allah, ja Rabb, ich weiß, ich bin geständig, ich bin kein guter Diener. Verzeih mir, ja Allah. Allah freut sich über deine Reue mehr als du dich selber. Allah freut sich über deine Reue mehr als du selber. Und was hat Allah Azza wa Jalla von deiner Reue? Braucht Allah Azza wa Jalla deine Reue? Allah braucht sie nicht. Ob du ins Höllenfeuer gehst oder nicht, Allah Azza wa Jalla wird weder ärmer noch reicher. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah schon mit eurer Strafe anfangen, wenn ihr doch nur dankbar seid und gläubig seid? Wenn du dankbar bist, dann wehrst du die Strafe ab. Wenn du gläubig bist, dann wehrst du die Strafe ab. Solange du dankbar und gläubig bist, wehrst du die Strafe ab. Aber was soll Allah mit deiner Strafe anfangen? Ob du ins Höllenfeuer gehst oder nicht, Allah wird weder reicher noch ärmer. Und er möchte für dich das Beste. Was denkst du? Warum hat er dich zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören lassen? Und heute werden wir darüber reden, liebe Geschwister, welche Ehre es ist, zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehören. Und wir werden über eine weitere Frage im Grab sprechen. Wer war dein Prophet? Und wir werden auch die richtige Antwort diesbezüglich hören. Ich hoffe, dass unsere Geschwister etwas Geduld mitgebracht haben, so dass wir heute inshallah ta'ala einen Abend mit Glaube verbringen können. Und es ist das Beste, was wir machen können. Möge Allah azza wa jal uns nur dafür, dass wir hierher gekommen sind in sein Haus und seinen Worten zuhören, alle Sünden vergeben, die wir bis jetzt gemacht haben. Möge Allah Azza wa Jalla niemanden heute hier herausgehen lassen, außer dass er ihm vollständig die Sünden vergibt. Liebe Geschwister, wir haben darüber geredet, wenn eine Person stirbt, wenn ein Mensch stirbt, dann wird seine Seele genommen. Und es kommt darauf an, ob er ein Gläubiger oder ein Kafir, bedeutet ein Ungläubiger war. Und wenn die Engel kommen, um die Seele von den Gläubigen zu nehmen, kann man bitte nur auf die Kinder achten, inshallah. Wenn ein Mensch stirbt, der ein Gläubiger war, dann kommen die Engel auf ihn herab. Und schaut, wie sie aussehen. Allah ehrt dich, subhanahu wa ta'ala. Diese Engel haben ein helles Gesicht wie die Sonne. Sie kommen auf dich herab und werden um dich herum sitzen, wenn du ein Gläubiger bist. Soweit das Auge reicht, wirst du nichts anderes sehen als Malaika und dieses zum Zeitpunkt, wo der Tod bei dir einsetzt. Sie werden Tücher mitbringen aus dem Paradies und Düfte und sobald deine Seele herausgenommen wird, geben sie es nicht dem Todesengel, sondern sie nehmen selber die Seele, tun deine Seele in das Tuch, welches sie vom Paradies mitgebracht haben und parfümieren diese Seele. Der Todesengel sagt, o du gute Seele, komm heraus zum Wohlgefallen Allahs. Allah. Es geht nur darum, dein ganzes Leben dreht sich nur um diesen Moment, wie wird deine Seele genommen? Wirst du ein Gläubiger oder ein Ungläubiger sein? Sie werden deine Seele in Tücher vom Paradies einwickeln und sie parfümieren, o Diener Allahs, weil du bewiesen hast, dass du ein Wahrhaftiger bist. Weil du bewiesen hast, dass du nichts mehr liebst als Allah Azza wa Jalla. Und der Todesengel, er wird zu dieser Seele sprechen, o du gute Seele, komm heraus zur Vergebung und zum Wohlgefallen Allahs. Daraufhin wird sie herausgenommen, so leicht wie ein Wassertropfen, liebe Geschwister. Und dann werden die Engel aufsteigen mit dieser Seele, hoch in den Himmel herein. Und die Engel scharen sich um diese Seele. Jeder will Anteil an dieser Seele haben. Und sie fragen, wem gehört diese Seele? Dann werden die Engel antworten, das ist die Seele von dem so und so. Und sie nennen ihn mit seinem schönsten Namen.
so wie er es geliebt hat, mit diesem Namen genannt zu werden. Und dann steigen sie herauf und alle Engel scharen sich um diese Seele, weil sie wollen so eine gute Seele einfach nur begleiten. Hast du so eine Seele? Du wirst mit deinem schönsten Namen gerufen. Von wem? Von den besten Dienern Allahs. Von den Engeln, o Diener Allahs. So wird die Seele heraufsteigen und die anderen werden sich darum scharen. Und sie werden nach oben gehen und je höher die Engel steigen. Und dann wird um Erlaubnis gebeten, dass das Tor zum Paradies geöffnet wird. Und Allah Azza wa Jal wird dieses erlauben. Und daraufhin kehrt diese Seele wieder in ihr Grab zurück. Aber wal'iyadu billah, liebe Geschwister, wenn die Seele keine gute Seele war, dann kommen die Engel mit einem schwarzen Gesicht und sie bringen Tücher aus dem Höllenfeuer mit und sie werden diese Seele nehmen. Der Todesengel wird sagen, o du üble Seele, komm heraus zum Zorn Allahs. Zum Zorn Allahs Azza wa Jalla. Und die Seele wird sich daraufhin im gesamten Körper verstecken. An diesem Tag gibt es keine Flucht. Sie wird genommen. So als ob sie zerrissen wird. Und dann wird diese Seele nicht dem Todesengel übergeben, sondern die anderen Engel nehmen diese Seele und es wird ein Gestank durchdringen, der übelste ist in dieser Welt, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Was für eine Schmach. Und die Engel werden sagen, wem gehört diese üble, verdorbene Seele? Keiner liebt diese Seele, denn die Engel lieben nur, was Allah liebt. Und die Engel hassen, was Allah Azza wa Jalla hasst. Wem gehört diese üble Seele? Und sie werden sagen, sie gehört dem und dem. Möchtest du, dass an dem Tag dein Name genannt wird? Der übelste Name, den du getragen hast in dieser Dunya. Und dann, liebe Geschwister, wird diese Seele zurückgeschickt, ebenfalls in ihr Grab herein. Lasst uns darüber reden, was die Frage ist heute in dieser Form, in diesem Vortrag. Es wird eine Frage stattfinden, nachdem wir darüber geredet haben, was die erste Frage ist, wer ist euer Herr? So wird eine weitere Frage gestellt, wer ist der Mann, den ihr gefolgt seid? Wer ist der Mann, den ihr gefolgt seid? Und ein Muslim hat nur eine Antwort. Wer ist der Mann? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Er sagte uns, inna hadihi al-umma tubtala fi quburiha. Wahrlich, diese Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa salam wird in ihren Gräbern geprüft, das heißt bestraft. فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. Wenn ich nicht befürchten würde, dass ihr aufhören würdet, eure Toten zu begraben, würde ich Allah darum bitten, dass er euch allesamt die Strafe im Grab hören lässt. Die Strafe im Grab ist hart. Höre, wie schwer die Strafe ist. Allah Azza wa Jal hat das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt. Und er sagte uns, nachdem ein Diener im Grab befragen wird über diese Fragen, über diese drei Fragen, und er weiß die Antwort nicht, ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِتْرَى. Daraufhin wird er einen Schlag versetzt bekommen mit dem Eisenhammer. يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ. Die gesamte Schöpfung wird diesen Schlag hören. Die gesamte Schöpfung wird diesen Schlag hören. غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. Außer die Menschen und die Djinn. Allahu Akbar. Er bekommt einen Schlag versetzt auf seinem Kopf mit dem Eisenhammer von den gewaltigen Engeln und die gesamte Schöpfung hört diesen Schrei. Die gesamte Schöpfung hört diesen Schrei, außer die Menschen und die Djinn. Weil wir haben die Überlieferung genannt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ich nicht Angst hätte, dass ihr aufhören würdet, eure Toten zu begraben, hätte ich Allah darum gebeten, dass er euch die Strafe im Grab hören lässt. Aber was denkt ihr, wenn wir die Strafe im Grab hören würden? Wir wären nicht mehr in der Lage, unsere Leute zu begraben, weil du weißt, dass sie bestraft werden. Wer könnte dann noch seine Mutter oder seinen Vater begraben, die vielleicht keine Muslime waren oder die vielleicht nachlässige Muslime waren oder Leute gewesen sind, die arrogant sind? Er müsste diesen Schrei hören, den diese Leute im Grab ausschreien. Wer könnte die Kraft besitzen, seine Eltern in diesem Grab zu begraben, liebe Geschwister? Wie wäre unser Leben, wenn wir dauernd diesen Schrei hören? Allah Azza wa Jal mit seiner Barmherzigkeit lässt uns diesen Schrei nicht hören. Subhanallah al-Azim. Wir werden heute über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sprechen und seine Stellung.
und dann werden wir darüber reden, wann können wir tatsächlich die Frage beantworten, wer war der Mann, den ihr gefolgt seid. So sagt Ibn Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad, fawajada qalba Muhammadin khayra qulubi al-ibad. Allah azza wa jal hat auf die Herzen aller seiner Diener geschaut. Und so hat Allah azza wa jal gesehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das beste Herz unter allen Dienern auf dieser Welt besitzt. Allahu Akbar. Fastafahu li nafsi. So hat Allah azza wa jal ihn erwählt, wa ba'athahu bi risalati, und Allah hat ihn mit dieser gewaltigen Botschaft entsandt, mit der letzten Botschaft, mit dem Islam. Und er ist der letzte Prophet, liebe Geschwister. Was denkt ihr, musste er etwas Besonderes sein? Und es ist die letzte Botschaft. Was denkt ihr, muss diese Botschaft etwas Besonderes sein? Bei Allah, Muhammad s.a.w. ist etwas Besonderes. Und diese Botschaft ist etwas Besonderes. Eine Frage, o Diener Allahs. Nachdem du gehört hast, dass du zu der Umma von Muhammad s.a.w. gehörst, hat dein Herz Stolz erfahren? Bist du stolz jetzt, einer der Muslime zu sein? Du gehörst zu demjenigen, der Beste aller Menschen ist, der Beste unter den Menschen ist, unter der Sonne Allahs. Nichts unter den Geschöpfen ist besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht einmal Jibril. Nicht einmal Jibril. Und das sollte Ehre für uns genug sein. Wie sehr liebst du den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Höre, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dich geliebt hat. Einmal war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wir haben einen Vertrag, einmal war der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet und er rezitierte die Ayat, in tu'adhibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wenn du ihnen vergibst, ja Allah, so sind sie deine Diener. Du, ja Allah, du vergibst, wem du willst. Und du, ja Allah, du vergibst nicht aus Schwäche heraus, sondern du vergibst aus Stärke heraus. Du brauchst nicht zu vergeben, aber wenn du vergibst, dann nur deswegen, weil du barmherzig bist. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Und wenn du ihnen Barmherzigkeit erweist, dann bist du doch der Allmächtige, der Barmherzige. Als er diese Eier gelesen hat von der Surat Al-Ma'idah, liebe Geschwister, so hob er seine Hände, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und höre, was er sagte, weil er dich geliebt hat. Du weißt gar nichts darüber, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi dich geliebt hat. Und heute wollen wir es erfahren, damit wir Stolz haben für diesen Propheten, damit wir niemand anderen als Vorbild haben, außer den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَرَفَعَ يَدَيْهِ. So hob er seine Hände, nachdem er diese Eier gelesen hat. Und er sagte, Allahumma ummati ummati. Ja Allah, meine Umma, vergesse sie nicht. Vergesse sie nicht, ja Allah. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ. Er sagte zu Jibril alayhi salatu wassalam, er ist ebenfalls ein Gesandter, er sagte zu ihm, Allah Azza wa Jal, geh zu Muhammad und schau, was er möchte. Allahu Akbar. Schau, was mein edler Diener Muhammad sallallahu alayhi wa sallam möchte. فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. So ging Jibril zu Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und Muhammad weinte صلى الله عليه وسلم. Und er sagte, oh mein Herr, ja Allah, meine Umma, vergesse dich nicht. Guck mal, wie er an dich gedacht hat. Schau, wie er an dich gedacht hat. Ja Allah, Ummati, meine Umma, bitte lasse sie ins Paradies gehen. Bitte. Ja Allah, vergebe ihnen ihre Sünden. Ich weiß, dass es viele Sünder unter ihnen gibt. Aber ja Allah, du bist der Allbarmherzige, du kannst ihnen vergeben. Er weinte dabei, er weinte Tränen die gesamte Zeit, sallallahu alaihi wasallam, bis Jibril zu ihm kam. Er fragte den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, was ist mit dir, o Gesandter Allahs? Was lässt dich weinen? Und so erfuhr er, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, so ein großes Herz hatte für diese Umma. Er wollte einfach nur, dass Allah Azza wa Jal mit seiner Umma barmherzig ist. Schaut mal, dann ging Jibril wieder zurück zu Allah Azza wa Jal. Er ging zurück zu Allah Azza wa Jal. So sagte Allah Azza wa Jal, اذهب إلى محمد, ja Jibril, geh nochmal zurück zu Muhammad. فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Und sag ihm, berichte ihm von Allah, dass wir dich mit deiner Umma zufrieden machen werden
und du sollst nicht traurig sein. Allah wird mit deiner Umma barmherzig sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min atba'i al-haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns geliebt. Und du merkst, dass er nicht nur an sich gedacht hat. Er hat alle Sünden von Allah vergeben bekommen. Er war einmal im Gebet und er hat lange in der Nacht gebetet, liebe Geschwister, bis Bilal al-Habashi ihn gesehen hat, dass er voller Schmerzen im Gebet stand. Er sagte, Bilal al-Habashi, lima tabki ya Rasulallah, warum weinst du, o Gesandter Allahs? Und Allah azza wa jal hat dir von deinen Sünden vergeben, was du gemacht hast und was du in Zukunft machen wirst. Warum weinst du? Er sagt, afala akuni abdan shakura, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Er brauchte uns nicht. Er könnte ins Paradies hereingehen und es würde ihm nichts ausmachen, ob wir bestraft werden im Höllenfeuer oder nicht. Aber er hat dich geliebt. Er hat an dich gedacht, obwohl er dich nicht gesehen hat. So wusste er, du bist eigentlich ein Gläubiger. Und eigentlich tief im Herzen bist du ein Gläubiger. Und du möchtest Allah azza wa jal so dienen, wie es ihm gebührt. Und du möchtest dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Aber du lässt dich immer wieder von allem ablenken in dieser Dunya. Aber eigentlich begehrst du es im Herzen, auf diesem Weg zu bleiben. Möge Allah azza wa jal uns alle standfest machen, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer anderen Überlieferung, لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jeder Prophet von den 124.000 Propheten hatte ein bestimmtes Bittgebet, was Allah ihm in jedem Fall erfüllt hat. Jeder Prophet. Und wenn der Prophet dieses Bittgebet gesprochen hat, hat Allah ihm in jedem Fall dieses Bittgebet erfüllt. Er sagte, außer ich habe mein Bittgebet zurückgehalten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit ich am Tage der Auferstehung ein gutes Wort für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einlegen kann. Allah. Er hätte bitten können, um was er bitten möchte. Aber er wollte, dass du ins Paradies gehst. Er hat dich nicht vergessen. Und er weiß, dass du manchmal Gutes tust und manchmal Schlechtes tust. Aber er hat dich niemals vergessen. Er hat dich nicht ignoriert und so getan, als ob du Abschaum wärst. Nein, er hat dich geliebt, auch wenn du ein Sünder durch und durch bist. Denn er wusste, sallallahu alaihi wa sallam, diese Umma ist eine Umma, die Barmherzigkeit bekommen wird von Allah azza wa jalla. Und er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, damit du es noch deutlicher weißt, o Diener Allahs, خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الْجَنَّةِ. Mir wurde die Wahl gestellt, ob die Hälfte der Umma von mir ins Paradies geht oder ob ich die Schafa'a bekomme, damit ich für alle in meiner Umma ein gutes Wort einlegen kann. Was denkst du, wofür hat er sich entschieden? Für die Schafa'a. Nicht, dass die Hälfte seiner Umma ins Paradies geht. Das wäre auch schön. Die Hälfte der Umma ins Paradies, das wäre sehr schön. Aber der Prophet sallam wusste, er kriegt noch mehr heraus. Also was hat er getan? Er hat sich für die Schafa'a entschieden, dass er ein gutes Wort für dich einlegt. Und dann sagte er, أَفَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ. Glaubt ihr, diese Schafa'a, dass ich ein gutes Wort für euch einlege, ist für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen? Bei Allah, nein, sagt er, das ist viel mehr für die Sünder. Ich habe ein Herz für die Sünder und deswegen werde ich sie nicht vergessen. Allah. Es ist nicht für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen. Sie werden in das Paradies hereingehen, aber es gibt Muslime. Sie haben in dieser Welt Allah nicht so gedient, wie er möchte. Sie waren mit allem beschäftigt, außer mit dem Gedenken an Allah. Obwohl Allah azza wa jal ihnen ihr Leben gegeben hat. Obwohl Allah azza wa jal ihnen Gnaden über Gnaden gegeben hat. Schaut mal, was sie alles besitzen. Und schaut, wie andere Leute leben. Aber er war nicht dankbar. Er hat gelebt in den Tag hinein. Er war den Kuffar ähnlich. Bis zu einem Zustand, wo du ihn nicht mehr als Muslim erkannt hast. Einzeln. Und manchmal hat er bereut. Und manchmal hat er die Reue gelassen. Dieser wird Yawmul Qiyamah normalerweise in das Höllenfeuer hereingehen. Dann wird Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagen, Ya Allah, meine Schafa'a, meine Schafa'a. Allah azza wa jal wird ihm sagen,
leg ein gutes Wort, ja Muhammad, für wen du willst ein, sallallahu alaihi wasallam. Und dann wird er für dich ein gutes Wort einlegen. Und du wirst nicht in das Höllenfeuer eingehen, wie normalerweise dieses üblich wäre, sondern du wirst in das Paradies, bi'idnillahi sami'il alim, hereingehen, o Diener Allahs. Lasst uns über die Sahaba erfahren, wie sehr sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam geliebt haben. So berichtet Aisha radiallahu anha wa abbaha, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte dieser Mann zu ihm, innaka la ahabbu ilay min nafsi. Ich liebe dich über alles, sogar mehr als mich selber. Allahu Akbar. Die Sahaba radiallahu anha. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي. Und ich liebe dich mehr als mein eigenes Kind. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرْ حَتَّى آتِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ. Und wenn ich zu Hause bin, so denke ich an dich, ja Rasulallah. Und dann kann ich es kaum abwarten, dich zum nächsten Gebet wiederzusehen. Ich kann es kaum abwarten, dich wiederzusehen, ja Rasulallah. Sehr wahrhaftig. Sehr wahrhaftig. Er sitzt zu Hause. Was sagt er? Ich spiele mit meiner Frau. Ich mache dieses und jenes. Ich denke an dich, ja Rasulallah. Und ich kann kaum abwarten, dich zum nächsten Gebet wiederzusehen. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةِ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةِ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ. Er sagt, und wenn ich über meinen Tod und über deinen Tod nachdenke, ja Rasulallah, dann weiß ich, du wirst mit den edlen Propheten in einer hohen Rangstellung im Paradies sein. Aber ich weiß, wenn ich im Paradies hereinkomme, so werde ich dich nicht sehen. Schau mal, was seine Sorge. Wenn ich im Paradies bin, er ist im Paradies, er sagt, so werde ich dich nicht sehen, ja Rasulallah. Allahu Akbar, was für eine Liebe, was für eine Wahrhaftigkeit. An was denkt er? An die Genüsse? Jeder, der im Paradies ist, wird beschäftigt sein. Aber er denkt nicht daran, dass er diese Genüsse in Anspruch nimmt, sondern er denkt daran, ob er mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Stufe im Paradies sein kann. Ob er mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zusammen sein kann. Und er sieht ihn in der Dunya. Aber es reicht ihm nicht, ihn in der Dunya zu sehen. Er möchte mit ihm auch im Jenseits zusammen sein. Das ist diese Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, die uns fehlt. Sei ehrlich, o Diener Allahs, wenn du in das Paradies hereinkommen willst, würde es dich interessieren, ob du mit dem Propheten sallallahu zusammen bist? Wallahi, es würde dich nicht interessieren. Hauptsache, du kommst in das Paradies. Und das reicht dir. Und du bist zufrieden damit. Aber was ist mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Vielleicht warst du unter denjenigen, die von seiner Schafa'a profitiert haben, als er gesagt hat, ja Allah, diese Sünder, bitte nehme sie heraus aus dem Höllenfeuer. Lass sie nicht im Höllenfeuer verbleiben. Nehme sie heraus und lass sie in das Paradiesgarten eingehen. Daraufhin gehst du in das Paradiesgarten ein und du fragst nicht mal nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liebst du ihn wirklich? Und ich habe eine Frage an dich. Wenn dich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesehen hätte, hätte er dich geliebt? Frag dich selbst. Hätte er dich geliebt? Wie sehr folgst du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Es gibt Leute, die wollen alles über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam erfahren. Er möchte so essen wie der Gesandte Allahs. Er möchte trinken wie der Gesandte Allahs. Und er möchte Allahs gedenken wie der Gesandte Allahs. Er möchte so sein wie der Gesandte Allahs. Und er stellt seine Gelüste zurück, nur damit er seinem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen kann. Er begehrt jeden Abend von ihm zu träumen. Er sagt, ja Allah, lass mich von Muhammad sallallahu alaihi wasallam träumen. Lass mich, ja Allah, von diesem großartigen Propheten träumen. Ich kann es kaum abwarten, ihn zu sehen. Sallallahu alaihi wasallam. Wie weit bist du entfernt von diesem Denken, ja Diener Allahs? Allah al-Azim, was liebst du mehr? Allah liebt den Propheten Muhammad sallallahu mehr als alles andere. Wie kannst du ihn nicht lieben? Wie kannst du ihm nicht folgen? Wie viele Leute schämen sich, wenn sie einen Bärtigen sehen, dass sie ihn begrüßen auf der Straße, obwohl dieser Bärtige nur dem Vorbild Muhammad sallallahu folgt? Was ist mit dir los, o Diener Allahs, dass du selber geworden bist, wie Leute, die irregehend sind, indem du in der Fatiha sagst,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ja Allah, mach mich nicht wie diejenigen, über die dein Zorn ergangen ist, und auch nicht wie die Irregehenden. Du sagst das in der Fatiha. Daraufhin hast du die Gläubigen, du magst sie nicht anschauen, und es ekelt dich geradezu, wenn du einen Gläubigen siehst, der dem Propheten Muhammad sallam folgt, und du liebst es, die Kuffar zu begegnen. Und du liebst es, so zu sein wie sie. Und du machst sie nach in jeder Hinsicht. Wisse eins, deine Liebe ist nicht wahrhaftig. Und bereue sofort, O Diener Abbas, bevor Allah deine Seele nimmt und er sieht, dass du in deinem Herzen etwas mehr geliebt hast als Allah und seinen Gesandten. Hört diesen großartigen Sahabi an. Er sagt, ja Rasulallah, ich bin zu Hause. Ich kann es kaum abwarten, dich wieder in der Moschee zu sehen. Und wenn ich im Paradies bin, ich will nur mit dir zusammen sein. Ob ich was von den Paradiesjungfrauen bekomme, ob ich etwas von dem leckeren Essen und Trinken bekomme, es interessiert mich nicht. Alleine, dass ich mit dir zusammen sein darf in deiner Gegenwart, das ist für mich genug. Um Allahi. Und ich schwöre bei Allah Azza wa Jalla, einen kräftigen Schwur, wenn wir im Paradies nichts anderes bekommen würden, außer, dass wir in der Gesellschaft sein dürften von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, das Paradies wäre das Schönste, was es gibt. Ja, Wallah. Ich erzähle euch eine Geschichte, damit wir nicht nur die Geschichten von den Sahaba hören, wir wissen, sie waren die Beste. Einmal sagte eine Frau zu dem Schüler von unserem Scheich in Ägypten, sie sagte, bring dein Scheich hierher, ich muss unbedingt mit ihm reden. Und dieser Scheich war ein viel beschäftigter Mann. Aber diese Leute sind bescheiden. Sie sind keine Arroganten, die, wenn sie eine Stellung haben, dass sie dann anfangen durchzudrehen, liebe Geschwister. So ging der Scheich mit seinem Schüler zu der Mutter von diesem Schüler. Er sagte, oh Mutter, respektvoll, was ist dein Anliegen? Sie sagt, ich musste dich hierher bestellen, es tut mir leid. Aber ich habe eine sehr wichtige Sache, die mein Herz nicht in Ruhe lässt. Seit 2 Tagen träume ich nicht mehr vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Das heißt, sie träumt jeden Tag von ihm. Seit 2 Tagen träume ich nicht mehr von ihm. Die hat den Scheich bestellt, damit er ihr sagt, was sie machen kann. Vielleicht mache ich eine Sünde. Vielleicht mache ich eine Sünde, die Allah Azza wa Jalla hasst. Und deswegen verwehrt er mir, dass ich den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam im Traum sehe. Ja Allah, wenn es diese Sünde ist, so zeige mir diese Sünde auf, damit ich den Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam jede Nacht im Traum sehen. Schaut mal, was ihre Sorge war, was ihr Gedanke war. Subhanallah al-Azim, sie wollte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jeden Tag im Traum. Sie wollte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jeden Tag im Traum sehen. Hast du ihn einmal im Traum gesehen? Sei ehrlich. Und wisset, wer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Traum sieht, so hat er ihn wirklich gesehen. Denn der Shaitan kann das Bild von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nachmachen. Aber wer ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Manche sagen, ich habe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geträumt. Dann fragen wir ihn als erste Frage, wie sah er aus? Sagt er, ja, der hat weißes Haar gehabt, das war nicht Rasulullah. Der sagt, der hat grüne Augen gehabt, das war nicht Rasulullah. Er sagt, das war ein Mann, der trug Jeans, das war nicht Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, er hat keine Jeans getragen. Er sieht irgendwelche Leute und denkt, das wäre der Gesandte Allahs, weil er nicht weiß, wie der Gesandte Allahs aussah. Und ich frage jetzt die Lieblinge, diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben, wie sah der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aus? Erstmal, wie viele Haare hatte er im Bart? Wie viele weiße Haare hatte er im Bart? Wer sagt das? Ungefähr? 18. Nein, nicht raten. Entweder man weiß es oder nicht. Wir reden über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wie viele weiße Haare hat er im Bart da? 20. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, die Sahaba haben seine weißen Haare im Bart gezogen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welche Augenfarbe hatte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Schwarz. Sallallahu alaihi wasallam. Er hatte große Hände. Er hatte breite Schultern. Er war nicht groß, aber auch nicht klein. Er war mittelgroß. Wenn er mit Leuten gelaufen ist, die groß waren, fiel er nicht besonders klein auf. Und wenn er mit Leuten gelaufen ist, die klein waren, fiel er nicht besonders groß auf. Sallallahu alaihi wasallam. Er war weiß von der Hautfarbe her, aber er hatte einen rötlichen Ton. Er hatte eine rötliche Hautfarbe, die sich mit der weißen Hautfarbe gemischt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Und er ist immer bescheiden gelaufen. Er lief immer und sein Blick war gesenkt auf den Boden. Er ist nicht gelaufen, wie heutzutage unsere Muslime laufen.
der läuft, als hätte er Rasierklinge unter den Armen. So läuft er. So ist Allah. Herr Regime. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat die Stärke von 40 Männern gehabt. Und er ist nicht so gelaufen wie du. Er ist nicht so gelaufen wie du. Er war bescheiden. Und wenn man ihn gesehen hat, musste man ihn einfach lieben. Als ein Jude ihn zum ersten Mal begrüßt hat, wisst ihr, was der Jude gesagt hat? Er sagte, Wallahi, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. Weil sie haben damals gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ein Lügner. Der Jude sagte, Wallahi, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. Sallallahu alaihi wa sallam. Wenn er gesehen wurde, war er immer lächeln. Aber schau mal, heutzutage, wenn du einen Bruder siehst, du willst ihn anlächeln, der guckt dich giftig an, als ob du ihm nach seiner Niere gefragt hast. Du willst gar nichts von ihm. Du willst einfach nur, dass er dir zulächelt. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi al-Azim, ich habe einen Bruder in Berlin getroffen. Ich lächle ihm zu und ich begrüße ihn. Er sagt, so. Ich sagte, was für? Hast du nicht gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer lächelnd war? Er sagte, lächel du, dann werde ich auch lächeln. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Wie sehr sind wir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entfernt? Bitte Allah Azza wa Jalla darum, dass er dich den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam im Traum sehen lässt, o Diener Allahs. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Thalathun man kunna fi wajada halawata al-iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayh mimma siwahima. So sagte er sallallahu alaihi wa sallam, wer auch immer folgende drei Eigenschaften besitzt, so wird er die Süße des Glaubens schmecken. Allahu Akbar. Der Iman hat eine Süße. Wer spürt diese Süße? Nur ein Gläubiger. Was war der erste Punkt, den der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hier genannt hat? Derjenige, der Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere, der wird die Süße im Glauben schmecken. Der wird die Süße im Glauben schmecken, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Das heißt, ich liebe nach Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am meisten. Ja, das ist deine Aufgabe. Mehr als dich selbst und mehr als deine Eltern und mehr als dein Vermögen und mehr als deine Kinder und mehr als deine Frau. Das ist der richtige Glaube. Ansonsten trägst du nicht den wahrhaftigen Glauben. Subhanallah al-Azim. Was, wenn deine Eltern zu dir sagen, o Diener Allahs, wir gehen heute in die Moschee und wir feiern den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir wissen, diese Tat ist eine Sunna oder eine Bid'a? Ist eine Bid'a, eine erfundene Tat, die der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam nicht eingeführt hat. Und die Sahaba radiallahu anhum nicht eingeführt haben. Dann darfst du nicht hingehen, auch wenn das eine Tradition ist. Denn du folgst dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf beste Art und Weise. Das ist der richtige Glaube am Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Was, wenn du, Schwester, nur ein Kopftuch anziehst und deine Klamotten eng sind, sodass man deine Reize sehen kann? Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim, Nisa'un, Kasiyat, Ariyat, Ma'ilat, Mumilat, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, und schau, oh Schwester, ob du zu dieser Gruppe gehörst. Es gibt eine Sorte von Frauen, ich habe sie nicht gesehen. Sie waren in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht vorhanden. Wisst ihr sogar, die Götzendiener unter den Frauen, liebe Geschwister, sie haben sich nicht so kurz angezogen. Die Götzendienerin, subhanallah, die keine Religion haben, die Götzen angebetet haben, die Allah nicht kannten, haben sich nicht so schlimm angezogen wie unsere Frauen heute. Subhanallah, die Götzendienerin. Ich sage euch, Frauen, die nicht an Allah geglaubt haben, die nicht geglaubt haben daran, dass Allah sie zur Rechenschaft zieht. Aber du weißt das doch, Schwester. Du weißt doch, dass Allah Azza wa Jal dich befragen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Frauen, die nackt und doch angezogen sind. Sie sind nackt und doch angezogen. Was meinte er damit? Dass man ihre Reize sieht. Sie sind angezogen, ja, aber doch nackt. Man sieht trotzdem alles von ihnen. Ma'ilat, sie tänzeln beim Laufen, um die Männer in Versuchung zu bringen. Sie laufen wie Enten, um die Männer in Versuchung zu bringen. Und sie bringen dieses verdorbene Laufen auch anderen bei, damit diese die Gesellschaft verderben. Wal'iyadu billah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, sie werden niemals das Paradies betreten.
Niemals heißt, wenn sie als Muslima gestorben ist, kommt sie irgendwann heraus aus dem Höllenfeuer. Aber erstmal geht sie herein in das Höllenfeuer, wenn Allah Azza wa Jal möchte. Möge Allah Azza wa Jal all unsere Schwestern beschützen. Möge Allah Azza wa Jal keine von ihnen in das Höllenfeuer eingehen lassen. Schaut mal, sie tänzeln beim Laufen. Sie sind halbnackt. Sie bringen die Männer in Versuchung. Als ob die Frau nicht an für sich eine Versuchung wäre, dann tragen sie Parfüm auf und sie tragen diese, wie heißen diese Schuhe? Diese Klapperschuhe. High Heels, High Schneed, sage ich immer dazu. Subhanallah, nur um die Männer in Versuchung zu bringen. Was wird ihr Ergebnis sein? Ihr Ergebnis wird Jahannam sein, das Höllenfeuer. Schwester, weißt du, was es bedeutet, in das Höllenfeuer hereinzukommen? Eine Frau, die nicht so bedeckt ist, wie Allah es von ihr erwartet, sie ist verflucht bei Allah. Verflucht. Wie kannst du ruhig schlafen, wenn Allah dich verflucht? Wallahi al-Azim, wenn ein Mann abends an deiner Tür klopfen würde und du wüsstest, das ist ein Verbrecher, du könntest die Nacht nicht schlafen, wenn du wüsstest, er will dir etwas antun. Aber Allah verflucht dich und du schläfst ganz ruhig. Allah, Allah, er verflucht dich, oh Schwester. Und Allah liebt dich eigentlich. Geht es um 2, 3 Kleidungsstücke? Geht es bei dir nur darum? Möchtest du den Männern gefallen? Dann bitte, zieh dich aus und mach dich nackt. Aber wisse, Allah Azza wa Jal wird niemals zufrieden sein mit dir. Bei Allah. Egal was du tust. Wie viele von unseren Schwestern? Sie beten, aber sie sind halb nackt draußen. Obwohl sie beten. Ich sage dir, oh Schwester, nicht, dass dein Gebet nicht angenommen wird. Aber ich sage dir eine gefährliche Sache. Du hast einen Eimer voller Wasser. Dieses Wasser sind deine guten Taten. Aber der Eimer hat ein Loch von unten. Du betest zwar, das ist das Wasser, aber es fließt gleichzeitig heraus. Deine guten Taten verschwinden, weil jeder Mann, der dich anguckt, und du siehst nicht alle Männer, die dich angucken, dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen, für jeden Blick, für jedes Auge, was dich anschaut im Kram. Und dann, was nützt dir das Gebet? Was nützen dir die guten Taten? Möchtest du nicht endlich zu den gläubigen Frauen gehören? Lass diese Vorbilder, diese verdorbenen Frauen, die nur, wal-iyadu billah, Brennstoff des Höllenfeuers sein werden. Und nimm dir richtige Vorbilder, wie Aisha radiallahu anha, wie Salama, wie Hafsa, diese großartigen Frauen, die die Vorbilder für alle Frauen in unserer Umma sind. Möge Allah azza wa jal unsere Schwestern recht leiten. Lieber Bruder, was, wenn ich dir sage, und ich sage dir nur, was der Prophet Muhammad sallam dir sagte, Khaliful Mushriki, unterscheidet euch von den Götzendienern. Kürzt euren Schnurrbart und lasst euren Bart wachsen. Ganz im Ernst, kommt etwas in dein Herz herein? Wer bin ich, dass ich mir den Bart wachsen lasse? Kibr, Hochmut, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibr. Niemand wird das Paradies betreten, in dessen Herzen nur etwas an Hochmut zu finden war. Wenn du weißt, dass der Prophet Muhammad sallam dir was befohlen hat, dann sei unter den Ersten, die dieses praktizieren. Wallah al-Azim, ich kenne Brüder, wenn sie nur hören, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie machen es sofort, sie überlegen nicht. Ein anderer macht Istikhara, soll ich oder soll ich? Das ist keine Sache von Istikhara, ja, wo du um Entscheidung bittest. Das ist ein Befehl vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Weißt du das denn nicht? O du Bruder, o du edler Bruder, und bei Allah, ich liebe dich für Allah. Aber wisse, es gibt etwas in deinem Herzen, warum du dir kein Bart wachsen lässt. Es gibt etwas. Entweder traust du dich nicht, möge Allah Azza wa Jal dir Kraft geben, dass du das machst. Oder du hast Kibir, Hochmut, so wisse, wal-iyadu billah, das Höllenfeuer wartet auf dich. Oder du gehörst zu denjenigen, die sagen, ich bin nicht überzeugt davon, dann lerne und erforsche die Beweise und du wirst schnell entdecken, dass jeder Prophet ein Bart hat. Das ist das Markenzeichen von den Propheten und das macht uns als Gläubige aus, lieber Bruder. Weißt du denn nicht, dass selbst die Kuffar, für sie gilt ein rechtschaffenes Bild, wenn jemand ein Bart trägt? Habt ihr mal einmal gesehen, dass sie Jesus, und wal-iyadu billah, das ist verboten, dass sie Jesus malen? Wie malen sie Jesus mit? Mit Bart. Die Kuffar. Ich rede hier über die Kuffar. Sie malen Jesus mit einem Bart. Sogar der Weihnachtsmann hat ein Bart. Sogar der Weihnachtsmann hat ein Bart bei ihm.
Weil sie sehen den Weihnachtsmann als einen rechtschaffenen Mann. Das heißt, selbst bei den Kuffar zählt der Bart als etwas rechtschaffen. Subhanallah al-Adid. Und du schämst dich nicht als Muslim und zu sagen, naja, das ist nicht so wichtig in der Religion. Jede Sache ist wichtig. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, er sagte, Wallahi, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas befohlen hat, sei es groß oder klein, ich habe zu den Ersten gehört, die dieses umgesetzt haben, weil ich Angst hatte, dass Allah mein Herz abirren lassen möchte. Abu Bakr, den Allah das Paradies versprochen hat, ich hatte Angst, dass Allah mein Herz abweichen lässt. Subhanallah Adi. Wo ist deine Liebe zu deinem Propheten? Wo ist diese großartige Befolgung, die Allah Azza wa Jal von dir erwartet, O Diener Allahs? Was, wenn du zu Besuch gehst und du sitzt dann, wo die Frauen halbnackt sitzen? Eine Frage, bleibst du in diesem Zimmer? Bleibst du in diesem Zimmer? Es darf nicht sein, dass du als Gläubiger in diesem Zimmer sitzt. Da sitzen halbnackte Frauen. Ja, Achi, willst du mir erzählen, ich gucke die ganze Zeit weg. Wo guckst du hin? Wo willst du hingucken? Du wirst sündigen. Ein Gläubiger geht dort nicht rein. Er sagt von der Tür, Assalamu alaikum, und geht dann in einen anderen Raum herein, wo die Fitna nicht herrscht. Ich bin einmal gegangen, um meine Mutter zu besuchen. Dann kam eine von den Verwandten heraus. Ja, du bist da halt nackt. Möge Allah so schnell die Rechtheit. Aber Alhamdulillah, mittlerweile trägt sie jetzt. Alhamdulillah. Mittlerweile bedeckt sie sich. Möge Allah so schnell sie befestigen. Sie kam halbnackt heraus. Und ich blieb an der Tür. Dann sagte sie zu mir, kommst du jetzt nicht wegen mir herein? Ich sagte, genau wegen dir. Du bist der. Ich bin doch zu meiner Mutter gekommen. Ich will meine Mutter sehen. Aber du hast mich davon abgehalten, meine Mutter zu sehen. Aber subhanallah al-Azim, alhamdulillah, sagt Amin, möge Allah Azza wa Jalla diese Schwester befestigen. Mittlerweile trägt sie immerhin Kopftuch, alhamdulillah, und sie ist dabei, sich zu verbessern. Möge Allah Azza wa Jalla alle unsere Schwestern standhaft machen. Allah Azza wa Jalla sagt eine wunderschöne Ayah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Für wen, ja Allah? Du hast uns alles erklärt, was wir wissen müssen. Für denjenigen, der auf eine gute Begegnung mit Allah hofft, Allahu Akbar. Das heißt, wer auf eine schlechte Begegnung hofft, so soll er folgen, wem er folgen möchte. Aber wer auf eine gute Begegnung hofft, so soll er wem folgen? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und derjenige, der an den jüngsten Tag glaubt, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jal sagt dir ganz deutlich, damit du dich nicht selber betrügst, und ich möchte nicht, dass du zu diesen Leuten gehörst. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, sollte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagen. Wenn ihr Allah wirklich wahrhaftig liebt, dann folgt. Folgt dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und ich mache eine Klammer auf und eine Klammer zu. Du wirst niemals wahrhaftig sein in der Liebe gegenüber Allah, wenn du wem nicht folgst. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Du kannst dich im Kreis umdrehen. Allah sagt ganz klar, sprich, wenn ihr Allah liebt, schau, wenn ihr Allah liebt, Bedingung, dann folgt mir. Was ist die Frucht, ja Allah, wenn wir dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgen? Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Allahu Akbar. Lieben wird euch Allah und eure Sünden vergeben. Zwei großartige Löhne von Allah Azza wa Jal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ma min mu'minin illa wa ana awla an-nasi bi fi ad-dunya wal-akhira. Iqra'u in shi'tum an-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, niemand von euch ist gläubig. Allahu Akbar. Spitz deine Ohren. Spitz deine Ohren, O Diener Allahs. Ma min mu'minin illa. Es gibt keinen Gläubigen, außer dass er mich, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vor sich selber stellen muss. In der Dunya und in der Akhira. Liest, und dann kam er mit einem Beweis, sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Das heißt, ein Gläubiger liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mehr als sich selber. Hast du diese Liebe? Und lasst uns hören, wie die Sahaba diese Liebe umgesetzt haben. Liebe Geschwister,
Eines Tages ging Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Vater von Abu Bakr as-Siddiq war bereit, an diesem Tag den Islam anzunehmen. Alle im Hause Abu Bakr haben den Islam angenommen. Alle. Niemand hat im Hause Abu Bakrs gelebt, außer dass er den Islam angenommen hat. Ein wahrhaftiger Mann. Abu Bakr as-Siddiq, er gehörte zu den Sahaba, als er von der Botschaft des Islam erfahren hat. Der ist gleich rausgegangen und hat zu diesem richtigen Weg gerufen. Er hat gleich 5 großartige Sahaba mitgenommen, die alle die frohe Botschaft in der Dunya bekommen haben, dass sie nun das Paradies eingehen. Radiallahu anhu. Er war wahrhaftig. Er hat es geliebt, dass die Leute für sich das Beste in dieser Welt aussuchen, liebe Geschwister. Was hat Abu Bakr gewusst? Er wusste Folgendes vom Propheten Muhammad. Der Gesandte Allahs hat es begehrt, dass Abu Talib Muslim wird. Wer war Abu Talib? Der Onkel vom Propheten Muhammad. Aber wie ihr wisst, er ist als was gestorben? Als ein Kafir. Er ist nicht als ein Gläubiger gestorben. Und das hat dem Propheten Muhammad sallam sehr, sehr wehgetan, weil er ihn geliebt hat. Was meinen wir geliebt haben? Das ist diese menschliche Liebe. Es gibt eine menschliche Liebe in unserer Religion und es gibt eine religiöse Liebe, liebe Geschwister. Wenn einer jetzt zum Beispiel unter den Konvertierten den Islam annimmt, hat er immer noch einen Vater und eine Mutter. Er darf sie nicht lieben für den Schirk, für den Glauben, was sie im Herzen tragen. Aber welche Liebe ist ihm erlaubt? Die menschliche Liebe, weil das sind seine Eltern. Du kannst eine Person nicht von dieser Liebe trennen. Was viele Leute falsch verstehen, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad hat Abu Talib geliebt. Menschlich. Aber Abu Talib ist gestorben und hat den Islam nicht angenommen. Schaut mal, Abu Bakr as-Siddiq an diesem Tag, er hat seinen Vater Abu Quhafa auf dem Rücken getragen. Und er ist zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gegangen. Den ganzen Weg. So hat er, als er den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam getroffen hat, gesagt: O Vater, nimm den Islam an. O Vater, nimm den Islam an. Als der Vater dem Propheten Muhammad sallam die Hand gegeben hat, so haben sie es damals gemacht. Wer den Islam angenommen hat, der hat die Bay'a gemacht, der ist zum Propheten sallam gegangen, hat ihm die Hand gegeben und hat somit den Islam angenommen, liebe Geschwister. Er kam zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, Abu Quhafa, und gab ihm die Hand als Zeichen, dass er den Islam angenommen hat. So hat Abu Bakr as-Siddiq angefangen zu weinen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam: Ma yubkik ya Abu Bakr? Was lässt dich weinen, o Abu Bakr? Qala la an takunu yadu ammik makana yadihi wa yuslim wa yuqirruhu Allahu aynak ahabbu ilayk min an yakuna abi. Allahu akbar. Er sagte, dass diese Hand von meinem Vater die Hand von deinem Onkel Abu Talib gewesen wäre mir lieber als mein eigener Vater. Subhanallah. Als mein eigener Vater. Schaut mal, sie haben ihre Interessen hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestellt, liebe Geschwister. Einmal war der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr as-Siddiq. Sie waren in der Wüste und es war sehr, sehr heiß in der Wüste. Und sie waren erschöpft, denn sie sind stundenlang an diesem Tag in der Wüste herumgelaufen. Und als sie abends sehr, sehr erschöpft waren, liebe Geschwister, hat der großartige Gefährte Abu Bakr as-Siddiq dieses in dem Gesicht vom Propheten Muhammad sallam gesehen. Er sagte: Nam ya Rasulallah, leg dich hin und schlaf eine Weile. Ich werde mich um deine Angelegenheiten persönlich kümmern. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam legte sich hin. Höre nur, damit du verstehst, was es bedeutet, dass der Gesandte vor allem gestellt werden muss. Natürlich, der Gesandte ist nicht mehr da, aber seine Sunna ist da. Du darfst nicht dein Gelüst vor der Sunna stellen. Wenn etwas vom Propheten Muhammad sallam anders gemacht wurde als das, was du machst, dann darfst du das nicht mehr machen. Wenn du zu denjenigen gehört hast, die ihre Frauen schlagen, wal'iyadu billah, möge Allah diese Brüder recht leiten, die ihre Frauen schlagen, du darfst das niemals machen, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam niemals eine Frau geschlagen hat. Aisha radiallahu anha berichtete, die Hand vom Propheten Muhammad sallam hat niemals zugeschlagen, außer auf dem Wege Allahs. Dann aber richtig. Außer auf dem Wege Allahs. Und die Hand vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam hat niemals eine seiner Frauen geschlagen. Hat niemals eine seiner Khaddame, Hausdienerin geschlagen. Und die Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht einmal sein Maultier geschlagen. Allahu akbar.
Allahu Akbar. O du Bruder, der einen langen 2-Meter-Bart hast und deine Frau immer noch zusammensteht. Wallahi al-Azim, wir haben viele von diesen gehört. Gerade hatte ich wieder einen Anruf von einer Schwester. Ihr Mann schlägt sie zusammen. Wenn du siehst, wie er in der Moschee ist, du denkst, der ist Abu Bakr al-Siddiq persönlich. Der hat so ein heuchlerisches Gesicht, wal-iyadu billah. Sobald er zu Hause ist, ist er Abu Jahl. Aber in der Moschee, Achi Muhammadullahi, Jazakallahu khairan. MashaAllah, bist du auch so zu Hause? Bist du auch so zu Hause? Nein, zu Hause holt er den Knüppel raus und schlägt auf seine schwangere Frau ein, die jederzeit ihr Kind verliert. Möge Allah Azzawajal dieser Schwester einen Ausweg verschaffen. Hört mal, das ist das, dass du die Sunna vor allem stellst. Abu Bakr al-Siddiq hat das gemacht. Er sagte, schlaf, o Gesandter Allah, ich werde mich um deine Sachen kümmern. Und er war selber erschöpft. Was machte er, Abu Bakr al-Siddiq? Er suchte etwas zu trinken. Bis er einen Jungen getroffen hat, der Schafe geweidet hat in der Wüste. Er hat Schafe gehütet. Er sagte, bringen Sie Milch, geben Sie Milch. So sagte der Junge, ja. So sagte Abu Bakr, mach mir eine Schüssel voller Milch. So machte dieser Junge ihm eine Schüssel voller Milch. Und Abu Bakr al-Siddiq, er ging damit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war müde, er war erschöpft. Aber trotzdem, er kümmerte sich um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und als er die Schüssel zu ihm brachte, hat er sie die ganze Zeit herumbewegt, dass sie kühl bleibt, die Milch, liebe Geschwister. Und als er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam schlafen gesehen hat, hat er ihn nicht aufgeweckt, sondern er ist so lange mit der Milch an seiner Seite geblieben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgewacht ist. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aufgewacht ist, sagte Abu Bakr al-Siddiq, fashariba hatta radi. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Milch getrunken, bis ich Abu Bakr zufrieden war. Allahu Akbar. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Milch getrunken, bis ich zufrieden war. Er hat die Milch nicht angerührt, nicht mit einem Schluck. Billahi alaik. Ich frage dich ganz ehrlich, hättest du nicht die ganze Milch weggetrunken? Rasulullah, aber er schläft gerade. Er sieht mich nicht. Schaut mal, was hat Abu Bakr al-Siddiq gemacht? Er hat diese Milch aufbewahrt, so dass er, subhanallah, nur den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor sich selber stellen wollte. Versteht ihr jetzt, was richtige Liebe ist zum Gesandten Allah? Das heißt, du darfst niemals dein Gelüst vor der Sunna stellen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wichtiger als du. Lasst uns darüber reden, wie können wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichen? Wie können wir es schaffen, mit ihm im Paradies zu sein? So kam ein Mann, wie Anas berichtete, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, ja Rasulallah, matas sa'a. O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wissen darüber antwortet? Er weiß es nicht. Er sagte, wa mada a'dadta laha? Was hast du für diese Stunde vorbereitet? So sagte dieser Mann in einer Überlieferung, la illa wa in illa wa ana uhibbu Allah wa Rasulah. Ich habe nichts Großartiges für diese Stunde vorbereitet, außer dass ich Allah und sein Gesandten liebe. Das heißt, ich habe meine Pflichten gemacht, aber ich gehöre nicht zu denjenigen wie die großen Sahaba, dass ich genau solche Taten aufbringe wie Abu Bakr oder Umar. Ich bin ein einfacher Diener, ich mache meine Pflichten, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْ. Du wirst am Tage der Auferstehung mit dem sein, den du liebst. Allahu Akbar. Was sagte Anas daraufhin? Er sagte, وَاللَّهِ فَأَنَا أُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ. Ich liebe den Gesandten Allahs. وَأَبَا بَكِرْ. Und ich liebe Abu Bakr. وَعُمَرْ. Und ich liebe Umar. وَأَنَا أَرْجُ أَنْ أَكُونَ مَعْهُمْ وَإِلَّا أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ. Und ich wünsche mir, يَوْمُ الْقِيَامَ mit ihnen versammelt zu werden, auch wenn ich nicht die Taten gemacht habe, die sie vollbracht haben. Wie kannst du es am leichtesten schaffen? Liebe Allah und liebe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und du wirst vielleicht mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein. Und ich beende, liebe Geschwister, indem ich über drei Zeichen spreche, wie wir merken, dass wir den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lieben. Heute ist der Tag der Wahrheit. Und wir müssen feststellen, ob wir den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lieben oder nicht. Der erste Punkt, dass wir seine Sunna am Leben erhalten. Eine Frage. Hast du Stolz für die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hast du Stolz oder schämst du dich? Sag es mir, Rudi. Ich frage dich nur eine Frage und bitte verzeih mir. Die Jeans, die du trägst,
kriegst du sie für Allah. Oder damit du akzeptiert wirst von der Gesellschaft. Und du, Schwester, trägst du diese hohen Hakenschuhe für Allah und deine kurze Kleidung für Allah. Und du, Bruder, trägst du dein Muskelshirt für Allah. Ich kenne Brüder, die sind bei uns in der Moschee, der versucht immer so zu sitzen, dass sein Trizeps vom Bizeps zu unterscheiden ist. Subhanallah. Macht er das für Allah? Yachi, zeig deine Muskel wo? Auf dem Kampffeld. Aber nicht gegenüber deinen Brüdern. Und solange versteck deine Muskeln, dass sie warm bleiben, nicht dass sie kleiner werden. Ich frage euch, O Dinamas, und ich liebe euch warm. Trägt ihr die Jeans für Allah? Und wie viele Geschwister von uns beten in einer engen Jeans? Und während sie Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, dienen, sieht man die Konturen von ihren Geschlechtern. Frage dich selber, O Dinamas, und tu mir einen Gefallen. Wenn du diese Jeans schon nicht ablegen kannst und du solltest es tun, dann trage wenigstens eine Jalabiya, wenn du betest. Trag wenigstens einen Umhang. Yachi, du betest Allah. Und ich möchte nicht, dass Allah Azzawajal zornig ist. Du betest und man sieht fast deine Geschlechtszeit. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Deswegen, was bedeutet die Sunna für dich? Schämst du dich, mit einem Kamis rauszugehen? Ich sage nicht, dass man das muss. Aber ich sage, wir wollen doch die Sunna am Leben erhalten. Wir wollen die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. am Leben erhalten. Schämst du dich, dass du eine Gebetsmütze trägst? Schämst du dich, dass du einer Frau sagst, ich gebe dir nicht die Hand? Ja, wir reden hier über Taten vom Propheten Muhammad s.a.w. Er war so, sallallahu alaihi wa sallam, und er war der Beste. Bist du besser als er? Du schämst dich, subhanallah, er war dein Vorbild, niemand anderes. Und es gibt viele Brüder, die schämen sich, einer Frau zu sagen, nein, ich gebe dir nicht die Hand. Warum? Warum schämst du dich? Subhanallah, Abi. Warum schämt sich ein Bruder, sein Bart wachsen zu lassen? Wallah al-Azim, in Berlin, ich weiß nicht, ob es die Leute auch gibt, aber ich glaube, sowas gibt es nur in Berlin. Da gibt es Punker, die haben diese Rasterlocken, die sehen aus wie Gardinen. Die sind 2 Meter lang. Ich denke, die haben ihre Haare 2 Jahre nicht gewaschen. Und nicht nur das, da drin läuft eine Ratte herum. Eine Ratte! Jardon! Und du schämst dich, einen Bart zu tragen, ja. Schau mal, diese Leute, die irregehend sind, die tragen Najis. Eine Ratte ist Najis bei uns. Ist unrein. Sie tragen das in ihren Haaren. Subhanallah. Wie sehr erhältst du die Sunna am Leben? Wisse, du wirst kritisiert werden, ja. Aber deine Liebe zum Propheten Muhammad s.a.w. ist größer und gewaltiger, als dass du dich wegen etwas Kritik herunterkriegen willst. Möge Allah s.a.w. uns befestigen. Das heißt, du musst immer an der Sunna festhalten. Und besonders, wenn die Sunna eine Pflicht ist. Wie der Bart. Wie dass die Frau den Hijab trägt. Ich bitte die Schwestern, dass sie etwas ruhiger sind. Ich bin nicht 600 Kilometer gereist, damit ich mir hier dasselbe anhöre wie in Berlin. In Berlin ist das genau dasselbe. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Eine Schwester dämpft ihre Stimme und lässt ihre Stimme nicht hören, denn die Stimme der Frau ist eine Fitna. Hört mal, liebe Geschwister, das ist der erste Punkt. Du erhältst die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. am Leben. Der zweite Punkt, dass du zu denjenigen gehörst, das ist ein Zeichen, dass du den Propheten Muhammad s.a.w. liebst, dass du zu denjenigen gehörst, die, wenn sie es möglich machen könnten, alles hergeben, um dem Propheten s.a.w. zu sein. Eine Frage. Und höre erstmal den Hadith und ich stelle dir die Frage. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Allahu Akbar. Er sagte, diejenigen, die ich am meisten von meiner Umma liebe, sind Leute, die nach mir kommen. Allahu Akbar. Wir haben die Chance, dazu zu gehören. Sind Leute, die nach mir gehören. Sie wären bereit, ihre gesamte Familie und ihr gesamtes Vermögen herzugeben, nur um mich einmal zu sehen. Bist du bereit dafür?
Ich frage dich, wie viel Geld besitzt du? 2.000, 3.000 Euro. Ich weiß, in München seid ihr reich, das war eine Beleidigung für euch. Ich denke immer, ich bin in Westen. Da sind die meisten Hartz IV. Wie viel Geld besitzt du? 5.000 Euro? Eine Frage. Wärst du bereit, sofort die 5.000 Euro herzugeben, nur um Rasulullah einmal zu sehen, sallallahu alaihi wa sallam? Wenn ja, dann freu dich, du gehörst zu den Gläubigen. Möge Allah uns unter ihnen machen. Wärst du bereit, deine Frau und deine Kinder herzugeben, nur um den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam einmal zu sehen? Schaut mal, wallahi al-azim, es gibt Leute hier vielleicht, die haben irgendwelche Vorbilder von den Kuffar. Und diese Leute dürfen niemals unsere Vorbilder sein. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَوْثَقُ عُرَى الْإِمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. Der stärkste Knoten im Glauben, das heißt der wahrhaftigste Glauben ist, dass man für Allah liebt und für Allah nicht liebt. Für Allah liebt und für Allah nicht liebt. Dann eine Frage, den Fußballspieler, der kein Muslim ist, wofür liebst du? Wofür? Dein Schauspieler, wofür liebst du ihn? Der Rapper, den du hörst, wofür liebst du ihn? Wofür? Ich frage dich, wofür liebst du diese Leute? Aber wenn du ihn fragst, es wäre möglich, dass du morgen Ronaldinho triffst. Wie, was? Ich soll Ronaldinho treffen? Er wäre bereit, alles zu tun. Sag, Ronaldinho. Aber was wärst du bereit, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu treffen, o Din Allah? Und der letzte Punkt, dass du nur die Taten so machst, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam dir das vorgezeigt hat. Er sagte, sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Nicht, ja, Achi, wie du deinen kurdischen Vater beten gesehen hast. Oder deinen türkischen Vater beten gesehen hast. Oder deinen arabischen Vater beten gesehen hast. Oder deinen bosnischen Urvater gesehen hast. Urgroßvater gesehen hast. Betet so, was, wie ihr mich beten gesehen habt. Wie sollen wir beten? Wie der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn dein Vater nicht so betet, dann darfst du nicht so beten. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Macht die Hajj-Riten, das heißt, wenn ihr bei der Hajj seid, macht das so, wie ich es euch beigebracht habe, sagt der sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, du musst so leben, so die Ibadah verrichten, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam dir das gezeigt hat. Du darfst ja eigentlich keine Bid'ah machen. Auch wenn es dir peinlich ist in dem Moment. Wenn 100 Leute die Fatiha lesen, bei einem Anlass, der nicht erlaubt ist, dann darfst du sie nicht lesen. Das zeigt, dass du zu der Sunna hältst und nicht zu den Leuten der Bid'ah. Das ist schwer in dem Moment, richtig. Wenn einer auf den Toten Koran liest, dann darfst du nicht damit machen. Du weißt, dass das keine erlaubte Handlung ist. So ist unsere Religion. Das heißt, wir leben, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam es uns beigebracht hat. Und deswegen musst du lernen, was ist Sunna und was ist eine Bid'ah. Das ist deine Aufgabe. Diese Aufgabe kann ich nicht für dich übernehmen. Du musst das lernen. Allah azza wa jalla sagt, فَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, dem Gesandten Allahs, damit ihr rechtgeleitet seid. Eine Frage, wie kannst du ihm folgen, wenn du nichts über ihn weißt? Wie kannst du den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam lieben, wenn du nichts über ihn weißt? Und diese drei Punkte, die wir genannt haben, und mit diesem Satz schließe ich ab, liebe Geschwister, um Barakallahu fikum für euer gutes Zuhören. Diese drei Sachen, was haben wir gesagt? Erster Punkt. Hä? Ich weiß, dass ihr sowieso nicht aufpasst. Nein. Nein, das haben wir nicht gesagt. Nein. Dass man den Propheten sallallahu alaihi in allen Dingen befolgt, dass man seine Sunna am Leben erhält, dann. Mehr liebt als alles andere. Dass man ihn mehr liebt als seine Familie und sein Vermögen. Und den dritten Punkt? Als bereit wäre, alles zu opfern, um ihn einmal zu sehen. Und den dritten Punkt? Und dass man die Sunna lebendig macht und sie bewahrt und nichts macht in der Ibade, außer was er gezeigt hat. Was richtig. Und dass wir so leben und so die Ibade, die Anbetung zu ihm praktizieren, zu Allah Azza wa Jalla praktizieren, wie es der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam es getan hat. Wenn wir so leben, und die Frage wird kommen im Grab, man nabiyuk, wer ist der Mann, wer ist der Prophet, den du gefolgt bist?
dann sagst du Rasulullah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, es wird ein leichtes für dich sein, so zu antworten, weil du ihm wirklich wahrhaftig gefolgt bist. Ansonsten tut es mir leid, so wirst du nicht diese Frage beantworten können. Es kann sein, dass du jetzt weißt, Muhammad s.a.w. ist dein Prophet. Aber wenn du ihm nicht gefolgt bist, so wirst du Yawmul Qiyamah nicht von ihm profitieren. Möchtest du, dass er dein Gegner ist, Yawmul Qiyamah, oder dass er dein Freund ist? Und wenn du möchtest, dass er für dich etwas Gutes tut, so folge ihm, sallallahu alaihi wa sallam. Auf Schritt und Tritt, habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.